Manchmal scheint es, als wäre das Leben total durchgeplant. Als hätten wir gar keine Wahl. Letztlich landen wir alle am selben Ort, ob wir es wollen oder nicht. Aber manchmal ist es nicht ganz so einfach. Am Ende verletzt man vielleicht die Menschen, die man am meisten liebt, oder verrät diejenigen, für die man immer einstehen wollte. Das bin ich nicht. Das ist mein bester Freund Steve. Wir sind seit der 3. Klasse beste Freunde, als der Billy Jutisch eine verpasst hat, weil der meinen Finger im Spind eingequetscht hatte. Das bin ich. Ich heiße Darren Shan und das ist meine Geschichte. Oh, und glaubt mir, so viel Zeit in einem Sarg zu verbringen, war nie geplant. Hab wohl Glück gehabt. War mein Leben ziemlich gut. Ich war durchaus beliebt und hatte gute Noten, weil sonst gab's kein Taschengeld. Ich hab dich so lieb. Ich hab dich so lieb. Sehr gut, mein Sohn. Sehr gut. Und ich hatte ein paar coole Freunde. Hey, wie läuft's? Aber nicht den Typen da. In der 5. waren wir zwar Freunde, aber er ist ein ziemlicher Freak geworden. Tja, sowas war mir mal wichtig. Nur eine Sache in meinem Leben war ein bisschen verrückt. Ein Freund. Hey, mein bester Freund. Wir schwänzen, okay? Was? Nein, wir sind schon hier, die Stunde fängt an. Also gut, Sascha. Was habt ihr vorbereitet? Hör zu, ich ertrag diesen Vollidioten heute nicht. Komm schon, Streber, trau dich was. Riskier mal was. Riskier mal was. Jetzt komm schon. Hey, ich hab mir überlegt, nach Mexiko zu ziehen. Sollen wir los? Ja, natürlich, warum nicht? Als würdest du hier weggehen, Oberstreber. Oh, Scheiße. Hey, Darren, ich wette, du triffst die Birne von hier aus nicht. Was? Und was, wenn wir erwischt werden? Oh, Steve, wenn wir erwischt werden. Hey, Stein, mach schon. Darum war das Gleichgewicht des Schreckens, die nukleare Abschreckung im Kalten Krieg, ebenso irrsinnig. Was war denn das? Es tut mir sehr leid. Das ist dieses Steve. Nur dieser verdammte Steve.
Hat Darren euch schon von seiner 1-Wartetaste erzählt? Ja, Schätzchen, geh in dein Zimmer. Du wirst nicht mehr mit diesem Steve befreundet sein, hast du verstanden? Mom, ich bin nicht mehr 5. Du kannst doch nicht mitbestimmen, wen ich zum Freund habe und wen nicht. Du warst auf einem so guten Weg. Und wenn du von diesem Weg abkommst, dann nur wegen Steve. Was für ein Weg? Der Weg zu einem glücklichen, produktiven Leben. Der zu einem guten College, einem tollen Job und zu deiner eigenen Familie führt. Zu einem glücklichen, produktiven Leben. College, Job, Familie. College, Job, Familie. Und eines Tages, wenn du großes Glück hast, dann stehst du hier und schreist deinen eigenen Sohn an. College, Job, Familie. College, Job, Familie. College, Job, Familie. So schwer ist das doch nicht. Darren, hörst du überhaupt zu? Warte mal. Du hast deinen Eltern gesagt, dass wir nicht mehr Freunde sein werden? Ja, aber ich meine, das war doch nur so dahergesagt. Wir sind immer noch beste Freunde. Ach, verstehe, sowas wie geheime beste Freunde? Ja, so in der Art. Ich meine, nein, eher wie... Hör zu, es interessiert doch keinen, was die sagen. Blödsinn! Dich interessiert's, du machst doch immer, was die sagen. So bist du einfach. Du stehst nie für dich selbst ein. Oder irgendwen sonst. Möglicherweise haben sie ja recht. Vielleicht solltest du nicht mit so einem Abschaum wie mir befreundet sein. Nein, das bist du doch gar nicht. Du bist mein Freund, mein bester Freund. Cirque du Freak, nur eine Vorstellung, die sensationellste Freakshow der Welt. Seit 500 Jahren? Wie geht das denn? Das ist der totale Knaller. Ich kann da nicht hin. Ich habe 2 Monate Hausarrest. Klar, wir sind ja auch keine Freunde mehr. Was ist das? Eine Freakshow. Das ist illegal. Ich hoffe, du hattest nicht vor, dahin zu gehen. Allein der Gedanke, abscheuerregende, bizarre, deformierte Menschen gegen Bezahlung zur Schau zu stellen. Nicht in unserer Stadt. Ich gehe davon aus, dass niemand in dieser Klasse einen Besuch in Erwägung zieht. Hey, weißt du, was es bedeutet, wenn der Mond so aussieht? Das steht in einem deiner Vampirbücher. Das muss ich erklären. Steve war von Vampiren besessen. Ich dagegen war besessen von Spinnen. Keine Ahnung warum. Das hatten wir irgendwie im Blut oder so. Bin in 3 Sekunden zurück. 1, 2, 3. Das waren 3 Sekunden. Okay. Ich schätze, die wollen Geld. Hey, ich hätte gern 2 Karten, bitte. Hey, hey! Hey, wo bleiben meine Karten? Ich habe ihnen das Geld gegeben! Au! Hey, du Scheiße! Verdammt, was war das? Hey, hey, bleib hier! Und weg ist er. Alles okay? Ja. Hallo? Seid ihr Jungs schon 21? Seid ihr 21? Sagt ja. Ja. Gut. Geratet ihr zwei vielleicht leicht in Panik? Oder neigt ihr zu Herzstillstand oder lähmenden Angstzuständen? Sagt nein. Nein? Nein. Dann ist ja gut. Tretet ein. Die Vorstellung fängt gleich an. Willkommen. Willkommen im Cirque du Freak. Der ältesten Freakshow mit durchgängigen Vorstellungen der westlichen Hemisphäre. Seit 500 Jahren präsentieren wir das Groteske einer Generation nach der anderen. Darf ich Ihnen vorstellen? Der Wolfsmann! Bleiben Sie ganz still!
nicht nötig sein. So ist brav. Jetzt fällt's. Ist die bezaubernde Königin des Recyclings, Homer Lim. Und jetzt unser sensationeller Homer-Künstler, Alexander Riggs. Ein Gummibär. Und als nächstes, Götzer T. Und Ramos Tudelis. Ich habe Riesenhunger. Ja. Und als nächstes, Ebro, ihr schlagen hier mal. Sitz, Ebro. Also, ich bin Ebro von Bretto und zusammen sind wir Serpentine. Hier. Nach der Vorstellung können Sie im Foyer CDs von uns erwerben. Beppo, nein! Beppo, aus! Ich muck das aus! Toll, wunderbar, dass Sie sich amüsieren. Ist doch die Hauptsache. Evra, professionell bleiben, bitte. Was kann ich dafür? Ich wollte nur ein paar Songs spielen. Das besprechen wir nachher. Aber... Und jetzt? Die Begehrenswerte. Die Exotische. Die Prophetische. Madame Turska. Findet sich hier jemand, der mutig genug ist, mein Assistent zu sein? Komm schon, komm schon. Du. Fred Smith, ich komme von außerhalb. Latte, zieh deinen Auftritt schnell durch. Wir verlassen die Stadt. Was? Ich habe einen Gast in der Vorstellung. Wollen Sie noch mehr? Larten Presley und Madame Octa. Geh nicht raus. Ich habe eine Vorahnung. Du hast immer eine Vorahnung, meine Schöne. Lass ihn. Danke, Ladies and Gentlemen. Ich fühle mich geehrt, in diesem anonymen, einst so charmanten Örtchen aufzutreten, das heute aber nur noch aus einer faden Ansammlung von Einkaufszentren und Elendsvierteln besteht. Es ist mir ein großes Vergnügen, hier zu sein. Ich bin so überwältigt, dass bla 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 und so weiter und so fort etc. bis zum Erbrechen. Aber bedauerlicherweise habe ich eine schlechte Nachricht für Sie. Ich hatte vor, Ihnen meinen üblichen Auftritt zu zeigen, aber meine Spinne, Madame Octa, ist offenbar aus Ihrem Käfig geflohen und ist noch immer verschwunden. Lassen Sie Vorsicht walten, wenn Sie Ihre Hartseligkeiten unter den Sitzen hervorholen. Sie ist extrem giftig. Aber keine Sorge, stattdessen habe ich vor, Ihnen heute einige atemberaubende Illusionen vorzuführen. Als erstes zaubere ich das Kaninchen aus dem Hut. Das ist Madame Octa. Ein interessanter Umstand. Ein Biss dieser Spinne ist absolut tödlich. Aber keine Sorge. Solange ich ruhig bleibe... Sie ist wunderschön. Ich wünschte, ich könnte meine Flöte finden, denn dann... Vampir. In meinen Vampirbüchern habe ich ein Bild von ihm gesehen.
er garantiert. Er hat dieselben Farben und dasselbe Haar. 100 Pro, das ist er. Du glaubst ernsthaft, dass er ein Vampir ist? Ja. Dürfte ich bitte meine Spinne wieder haben? Also Jungs, Vampire existieren nicht, aber falls doch, und er würde von jemandem erkannt, würde er denjenigen vielleicht im Schlaf ersticken. Das reicht, die Vorstellung ist vorbei! Das ist Mr. Kersey, wir vermissen uns los. Auf Anordnung des Gesundheitsamtes wird dieses Theater jetzt geschlossen. Nee, nicht schon wieder. Willkommen im Cirque. Was gibt es denn für ein Problem? Wir wollen hier solche unanständigen Menschen wie Sie nicht. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass Sie diese armen Leute hier ausbeuten aus purer Profitgier. Danke sehr. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich so um uns sorgen. Dürfen wir denn vielleicht auch bei Ihnen einziehen? Geben Sie uns Arbeit. Freak! Nein. Okta. Ist da jemand? Zu fesseln ist heutzutage nicht einfach. Auf uns und der wilden Jugendgunst. Hast du den Blutmond heute Abend gesehen? Der erste seit 50 Jahren. Ja, ist mir aufgefallen. Hör zu. Vincent ist tot. Ermordet. Einer von denen hat ihn ausgesaugt. Sie sind hinter uns her. Sie sind uns schon auf den Fersen, diese verdammten Vampire. Sie werden uns erledigen. Erst Vincent, dann dich, dann mich. Warum mich noch vor dir? Nur weil ich der härtere Brocken bin und deshalb heben sie mich bis zum Schluss auf. Ja, natürlich, habe ich vergessen. Und was hat das Vampirkonzil für eine Meinung zu der Sache mit Vincent? Tja, die freuen sich, dass sie ihn los sind. Ein widerlicher Haufen von Waschlappen, die alles tun würden, um einen Krieg mit den Vampiren zu verhindern. Es gibt keine echten Generäle mehr, Hombre. Du und ich sind die allerletzten Freaks ihrer Art. Und das Allerschlimmste ist, Tiny ist wieder da. Mr. Tiny? Von der anderen Seite zurück? Ja. Letzte Woche war er in der Bibliothek des Konzils und hat sich am Buch der Seelen zu schaffen gemacht. Er versucht, uns alle zu vernichten. Größenwahnsinnig! Der Mann ist größenwahnsinnig! Und dieses mordgierige Lumpenpack der Vampire. Ja, die führen auch etwas Böses im Schilde. Und das hängt alles zusammen. Ich kann es fühlen! Komm mit mir. Wir werden den alten Vincent rächen. Ein paar Vampire töten. Nein, tut mir leid. Nein? Wieso? Ich kämpfe nie wieder. Ich habe damit abgeschlossen. Ich bin jetzt Varieté-Künstler. Dieses Leben ist einfach und erträglich. Steve, ich weiß, wer Sie sind. Und auch, was Sie sind. Für Horsten. Wer hat dich geschickt? Der Bote der Apokalypse? Die Blutbarone? Nein, niemand hat mich geschickt. Ich habe ein Vampirbuch und darin habe ich ein Bild von ihm und einem Mädchen gesehen. Von 1819, da stand, dass sie mit ihm Schluss gemacht hat, als sie herausfand, dass er ein Vampir ist. Hast du das gehört, Gavner? Missy hat mit mir Schluss gemacht, weil ich ein Vampir war. Witzig, ich habe immer gedacht, das war das Einzige, das sie an mir mochte. Lass den Jungen los, lass ihn los. Also, bist du nicht ganz bei Trost? Hast du meine Drohung in der Vorstellung nicht mitgekriegt? Oh doch, das war der Hammer. Sie müssen wissen, ich will das. Ich will, dass sie mich zu einem Vampir machen. Vampire, die lassen sich von niemandem was bieten. Die leben nach ihren eigenen Regeln. Das ist wahr, sie haben ihre eigenen Regeln. Wir haben ein paar davon geschrieben. Zum Beispiel die, die besagt, dass Kinder keinesfalls zu Vampiren gemacht werden. Sehen Sie hier, Blut. Blut. Sieh doch, Gavner. Blut. Hör zu, wenn du ein Vampir wirst, dann musst du deine Freunde verlassen und deine Familie. Das ist überaus deprimierend. Glaub mir. Und jetzt nichts wie raus hier.
Ich habe meinen Vater seit Jahren nicht gesehen. Und meine Mutter trinkt die ganze Zeit. Mein Leben ist total scheiße. Das habe ich noch nie jemandem gesagt. Aber es ist wahr. Das hier, genau das hier ist meine Bestimmung. Es ist deine Bestimmung? Hm. Na, wenn das so ist, dann werden wir jetzt dein Blut testen. Nein, nein. Wer hat dich hergeschickt? Dein Blut hat den Geschmack des Bösen. Du kannst nie ein Vampir werden. Was? Ich habe schlechtes Blut oder was? Niemals werde ich Ihnen das verzeihen. Ich werde sie mein Leben lang jagen und ich werde sie finden. Und dann? Umbringen? Für mich ist es ganz einfach, dich zu töten. Vielleicht tue ich es heute noch. Ich schlage dich bewusstlos und lege dich vor einen Bus. Keiner würde etwas davon erfahren. Ganz ruhig, spare das für unsere Feinde. Er ist bloß ein idiotisches Kind. Das jetzt besser von hier verschwinden sollte. Solange es noch kann. Manchmal überkommst du dich, was? Na gut, noch einen für den Weg. Dann mache ich mich jetzt auf zum Berg und versuche, die feigen alten Säcke davon zu überzeugen, dass wir die Vampire bekämpfen müssen. Gavner, wenn wir nur einen von ihnen umbringen, gibt es Krieg. Das wäre ein Jammer, nicht wahr? Armer alter Vincent. Du warst euch noch nicht ruhig unter deinem Tuch. Gelegenheit. Na, aber gern doch. Es ist mir eine Freude. Ganz ehrlich. Bist du derjenige, der Steve genannt wird? Nein, ich bin der Darren genannt wird. Da steht auch noch mein Fahrrad. Aber ich kann es auch morgen holen. Wenn es hell ist. Unnötig. Es ist im Kofferraum. Nun, wenn ich das fragen darf, Darren, glaubst du an die Unveränderbarkeit einer menschlichen Seele? An was? Das heißt, er weiß nichts über Seelen, oder? Nur etwas über Blut. Das Pulsierende, das Geistliche, das Rubinrote. Wow. Wissen Sie, eigentlich können Sie mich hier schon rauslassen. Wieso die Eile? Immerhin haben wir dich doch vor diesem furchtbaren, furchtbaren Vampir gerettet. Verhält sich nicht wie jemand mit Führungsqualitäten. Verhält sich mehr wie ein Blutbeutel. Bist du das? Ein Blutbeutel? Das zeigt wieder, wie viel Ahnung du hast, Murdoch. Er strotzt nur so vor Potenzial, finde ich. Au! Verzeihung. Ein Souvenir. Uns allen ist ein Schicksal vorbestimmt. Und mit ein paar kleinen Tests können wir herausfinden, was deines ist. Es war mir eine Freude, dich kennenzulernen, Darren. Als würde ich in einen Spiegel sehen. Darren, wir melden uns wieder. Ich bin überhaupt nicht komisch drauf. Wieso redest du mit deinem Rucksack? Was? Den hab ich gar nicht. Doch, hast du. Nein, hab ich nicht. Und was haben wir denn da drin? Siehst du das? Nur mein Rucksack. Lass doch mal sehen. Ach du Scheiße, das ist die... Ja, ich bin nach der Vorstellung zurück und hab sie mir ausgeliehen. Du hast einen Vampir bestohlen? Ist dir klar, dass du tot bist? Du bist tot, Heinz. Ich werde mich nie im Leben finden. Okay, bleib einfach. Warte. Wann warst du in Verhorstens Zimmer und was hast du gesehen?
Okay, ich habe alles gesehen. Steve, bist du durchgeknallt? Warum willst du ein Vampir werden? Ja, ich weiß, du verstehst das nicht. Du hast einfach alles. Und was habe ich? Einen geheimbesten Freund? Hey, lass dir dran, okay? Doch. Wir sehen dir ansehen. Sei vorsichtig, ja? Hey, vorsichtig, okay? Ganz vorsichtig. Aus der Nähe sieht die noch viel ekelhafter aus. Kannst du sie jetzt bitte wieder einpacken? Oh Gott! Willst du mir wieder etwas stehlen? Bist du deswegen hergekommen? Deep. Nein. Nein. Hören Sie. Ogda hat meinen Freund Steve gebissen und jetzt ist er im Krankenhaus. Er liegt im Koma, meinetwegen. Ich wollte Sie fragen, ob Sie ein Gegengift haben. Allerdings. Danke sehr. Aber ich habe nicht mehr sehr viel davon. Wieso sollte ich es an einem dahergelaufenen Irren verschwenden? Bitte, ich flehe Sie an, okay? Es tut mir leid wegen Ogda. Also ich weiß nicht, was da in mich gefahren ist. Normalerweise stehle ich nicht. Wieso nicht? Weil es Unrecht ist. Dann hast du eine wertvolle moralische Lektion gelernt? Ja, ganz genau. Dann wirst du also nie wieder etwas Unrechtes tun für den Rest deines Lebens? Nein, bestimmt nicht. Sieh an! Ein Dieb und obendrein noch ein Lügner. Was hat Mr. Tiny gewollt? Mr. Tiny? Der Fettsack in der Limousine. Keine Ahnung. Er hat irgendwas von Seelen erzählt und vom Schicksal. Da steckt unser kleiner Langfinger aber ziemlich tief in der Scheiße. Mr. Tiny interessiert sich nicht einfach so für irgendjemanden. Und die meisten, für die er sich interessiert, sind am Ende tot. Oder noch schlimmer. Was ist schlimmer, als tot zu sein? Oh, da gibt es einiges. Na schön, ich tu's. Ich mach dir ein Angebot. Ich mach dich zu meinem Gehilfen. Du wirst zu einem Halbvampir. Du kannst bei Tageslicht rausgehen, sehr praktisch für mich. Du erledigst Routinearbeiten und bewachst unterwegs meinen Sarg. Und im Gegenzug halte ich dir Mr. Tiny vom Leib. Oh, und ich rette deinen dummen Freund Steve, obwohl er angedroht hat, mich zu töten. Sie retten Steve? Wieso nicht? Wenn ich zu einem Halbvampir werden würde, müsste ich dann Menschen umbringen. Interessiert? Vampire töten die Menschen nicht, von denen sie sich ernähren. Vampire schon. Das führte zu Streitigkeiten, dann zu Krieg für um die 80 Jahre, Waffenstillstand. Jetzt kriselt es offenbar wieder, aber wir vergeuden nur Zeit. Willst du ein Vampir werden? Man lebt sehr einsam, aber dafür reichlich. Ich kann das im Moment nicht einfach so entscheiden. Vielleicht willst du nach Hause Mami und Daddy fragen. Treffen die alle Entscheidungen für kleine, brave Jungs wie dich? Nein, das tun sie nicht. Dem armen Steve bleibt nicht mehr allzu viel Zeit. Na schön, ich tu's. Und zwar, um meinen Freund zu retten, nur deswegen. Also, wo ist das Gegengift? Hier ist es doch. Danke sehr.
Vielen Dank. Alles der Reihe nach. Erst testen wir dein Blut. Was soll denn das? Ich beiß dich doch nicht in den Hals. Das könnte dich umbringen. Streck mir deine Hände entgegen. Du hast gutes Blut. Es wird gehen. Und jetzt nimm die Hände hoch. Wir werden unser Blut vermischen. Das ist unheimlich. Ja, ich weiß. Aber so macht man das. Es kann ein bisschen wehtun, wenn es dein Herz erreicht. Ganz kalt. Leck deine Finger ab. Wow, ist das sowas wie eine Vampirkraft? Habe ich jetzt Superspucke? Ja, du hast jetzt Superspucke. Der Rest dauert noch ein bisschen. Was für ein Rest? Was werde ich denn noch können? Mich in eine Fledermaus verwandeln und so ein Zeug? Nein, das ist Schwachsinn. Los, spring auf, wir werden jetzt flitzen. Wir werden was? Halt die Klappe und spring auf meinen Rücken. Du hast doch die Luft angehalten, oder? Sagte ich nicht, du sollst die Luft anhalten? Oh, Entschuldigung. Festhalten. Warum haben wir nicht einfach den Aufzug genommen? Da drin kriege ich Platzangst. Merkwürdig, wenn man bedenkt, wo ich schlafe. Aber irgendwie ist es was anderes, wenn es mein eigener beengter Raum ist. Das sieht furchtbar aus. Geben Sie ihm jetzt bitte das Gegengift. Sie konnte ihn wirklich nicht leiden. Vorsichtig. Hey, was tun Sie denn da? Das war's schon, oder? Jetzt wird er wieder gesund. Das war's. Ah. Weißt du, dass du unerträglich bist? Zurück! Bleiben Sie weg! Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie lächerlich du gerade aussiehst. Gut, ist mir recht, wenn du so tun willst, sonst würde das alles hier nicht passieren. Ein Vampir braucht aber gewisse Fähigkeiten. Was ist dein Code Blau? Versuch nichts Dummes anzustellen, wie etwa deine Familie umzubringen. Du hast hier drin überhaupt nichts verloren! Na, wen haben wir denn hier? Steve ist wieder da, ne? Und Steve? Was hast du? Vorbereitet! Finger weg von den Brownies, die gibt's zum Nachtisch. Okay, keine Brownies. Hey Darren, welches Kleid steht dir besser? Das hier oder das? Was ist denn los? Du siehst so komisch aus. Darren? Entschuldige, tut mir leid, ich habe nur so getan, als ob ich ein Vampir wäre. Schickes Zimmer. Und eine exquisite Auswahl an Fachliteratur. Ich dachte, dafür geht man heute ins Internet. Das ist bei mir geblockt. Nein, nein, nicht, tu das nicht. Nicht heulen. Hör auf, Darren. Im Ernst, nein. Hör auf. Ich heule gar nicht. Natürlich nicht. Du hast nur. Ich will nur niemandem wehtun, okay? Ich bin nicht wie Sie. Ich war so kurz davor, meine Schwester umzubringen. Warum hast du dir das nicht überlegt, bevor du meine Spinne entführt hast? Es tut mir sehr leid, aber du musst hier weg. Du wirst deine Familie verlassen müssen. Wie, für immer? Ja, genau, für immer. Es ist an der Zeit, es dir einzugestehen, Darren. Aber du kannst nicht einfach so weggehen. Vorher wirst du sterben müssen. Hi, Mom. Hi, Dad.
wollte nur sagen, dass ihr echt gute Eltern seid, dass ihr beiden das echt wirklich gut macht. Außerdem tut es mir leid, dass ich so wenig helfe und mich so häufig beschwere. Und ich hab euch zwar sehr lieb. Wir haben dich auch lieb, mein Schatz. Mach's gut, Annie. Wie alt waren Sie, als Sie ein Vampir geworden sind? 20. Das war 1803, am 3. Mai. Gleich nachdem ich meine Verlobte Hester Collins verlassen hatte. Sie war das wunderschönste Mädchen in Baltimore. Erst 60 Jahre danach sind wir uns wieder begegnet. Sie war ganz runzlig geworden. Aber mein Herzklopfen war genauso schlimm wie früher. Wow. Sie hat sie abserviert, hä? Huh? Der große, böse Krebsli ist ein Vampir geworden, weil er abserviert wurde. Hat dich mal jemand abserviert? Ja. Wie wär's denn mit etwas mehr Mitgefühl? Trink das. Jeden Tropfen. Meine Lippen sind taub. Gut. Meine Hände fühlen sich an, als wären sie eingeschlafen. Ausgezeichnet. Das bedeutet, es funktioniert. Was für eine schöne Nacht. Ist das der kleine Wagen oder der große? Die verwechsle ich immer. Entschuldige bitte. Das war nötig, damit man dich auch wirklich für tot hält. Keine Sorge. Dein Rückenmark ist unverletzt. Dein Genick werde ich auch wieder richten. Ich schleiche mich beim Bestatter rein. Oh, und dafür entschuldige ich mich auch schon mal. Das geht nicht nur um dich. Wir empfinden alle diese Trauer. On a gathering storm comes a tall handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Hier, ich hoffe, das Loch zu. Das schaffe ich nicht. Ich bin ganz verkrampft. Meine Beine sind noch ganz taub. Spürst du das? Au, was soll das? Riechst du eine verfaulende Leiche? Haha, wirklich witzig. Geh wieder in das Grab. Ich werde auf keinen Fall wieder da reingehen. Hör auf zu widersprechen und geh da rein. Nein. Hallo, alter Freund. Alter Crabsley, die Narbe sieht gut aus. Soll ich dir noch eine verpassen? Keiner von uns und keiner von diesen widerlichen Vampiren. Ja.
nicht. Oh Gott! Sind Sie verletzt? Komm her. Atmen! Sind wir endlich da? Beinahe. Wo sind wir? Das ist das Winterquartier des Cirque. Hier bist du sicher, wenn sie dich bleiben lassen. Versuch dich anzupassen. Komm schon. Hier leben also die ganzen Freaks? Genau. Nicht anstarren. Warte hier auf mich. Neutral. Der Silk war von Anbeginn neutral. Deshalb konnte er so viele Jahre überleben. Er wäre immer noch neutral. Ich versuche nicht, dich irgendwo hineinzuziehen. Ich versuche mich ja selbst rauszuhalten. Und wieso hat Mr. Tiny so viel Interesse an dem Jungen? Da bin ich mir noch nicht sicher. Aber wenn Mr. Tiny etwas haben will, ist meine Devise dafür zu sorgen, dass er es bloß nicht bekommt. Diese Devise ist ganz schön gefährlich. Hey, was machst du hier? Das ist das Zelt von Mr. Tall. Hi, ich bin Darren. Und was willst du hier? Das versuche ich gerade rauszukriegen. Wenn du willst, kannst du ja mithören. Was weiß der Junge darüber? Gar nichts. Er wartet vor meinem Zelt, falls du mit ihm sprechen möchtest. Weißt du, Larkin, was Kinder betrifft, hast vielleicht sogar du noch zu lernen. Lass sie nicht immer das tun, was man ihnen aufträgt! Rebecca, hast du etwa deine Arbeit schon erledigt? Nein, es kommt nie wieder vor. Normalerweise belausche ich Leute nicht. Das war seine Idee. Ich habe dich nicht dazu gezwungen. Du könntest mich auch niemals zu etwas zwingen. Ach, wirklich, ja? Genug. Rebecca, bitte begleite Darren zu Everest Zelt. Er wird es sich mit ihm teilen, solange er bei uns wohnt. Aber du wirst mitarbeiten, Darren. Jeder hier leistet seinen Beitrag. Ja, natürlich. Ich habe schon für die Firma von meinem Vater gearbeitet in den Sommerferien. Hab Fotokopien gemacht und so. Das ist keine dauerhafte Lösung, Larkin. Ich kann nicht alle in Gefahr bringen, nur deinetwegen. Das verstehe ich. Danke sehr. Und was hat dich hierher verschlagen zu all den Freaks? Wieso? Hast du ein Problem mit Freaks? Nein, ich meine nur, dass die halt irgendwie freakig sind. Du findest sie freakig? Na, wer hätte das gedacht? Also, ich muss zurück an die Arbeit. Harker kann dir den Weg zeigen. Harker, bring Darren zu Evers Zelt, bitte. Tja, besser du folgst ihm. Okay, wir sehen uns dann. Nein, ich hab gesehen, was du mit Steves Hand im Theater gemacht hast. Ich werde dir auf keinen Fall die Hand geben. Tut mir leid, ihr. Yeah. Oh, du musst aufhören, die Leute zu beißen, sonst will keiner mehr etwas mit dir zu tun haben. Du. Gut. Erlösung. Verzweiflung. Triumph. Desaster. Was habe ich gesagt? Tod, Erlösung, Verzweiflung, Triumph, Desaster. Ach was, das hat nichts zu bedeuten. Geh schon, Harkat. Bring ihn zu Evra. Und nicht mehr beißen. Das da ist es. Mach dir mal kurz auf der Lasche bequem. So, hier. Braves Mädchen. Brave Schlange. Hab dich lieb. Also, jetzt sind wir wohl Zeltgenossen. Und, wie bist du geäfft? Wie ich geäfft bin? Gefreakt, ich meine, was für ein Freak bist du? Oh, ich bin kein Freak. Ich bin normal. Du bist normal? Naja, ich meine, ich bin ein Halbvampir, aber ich bin total normal. Ein Halbvampir. Aber normal. Finde ich gut. Und du brauchst wirklich keine Angst zu haben, dass ich irgendwie dein Blut trinke oder sowas. Ich werd von keinem Blut trinken.
Wie beruhigend und auch gar nicht peinlich. Das hier ist dein Reich. Alles andere hier im Zelt ist tabu für dich. Es sei denn, du willst rein oder du willst raus. Klar. Und du wirst auf keinen Fall mein Zeug anfassen. Ganz besonders nicht das hier drüben. Das ist mein Aufnahmestudio. Oh, cool. Ich hatte vorher auch mal ein Schlagzeug, aber... Naja, meine Eltern haben es mir dann wieder weggenommen. Hm. Ja. Tja, hier gibt es keine Eltern. Oh, Igitt. Ja, ich krieg grad eine neue Haut. Und das juckt wie verrückt. Wasch dir schnell die Hände, sonst gibt's eine Bindehautentzündung. Hast du etwa vergessen zu sagen, dass du ein paar Tage verreisen willst, ha? Huh? Wie kannst du mich nur so behandeln? Ich bin krank vor Sorge gewesen. Warum holst du dir nicht endlich ein Handy? Weil man als Vampir kein Telefon haben muss. Als Vampir muss man dies nicht, als Vampir muss man das nicht. Ich sag dir, was Vampire müssen. Zuhören. Hab ich dir nicht gesagt, dass ich eine Vorahnung hatte? Und was machst du? Du tauchst mit diesem Jungen hier auf. Ich hatte eine lange Nacht und ich musste durch zwei Staaten flitzen. Ich glaube, ich gehe heute früher in die Kiste. Nein, warte. Sag es, du liebst mich nicht mehr. Weg in meinem Bart. Du weißt genau, wie viel du mir bedeutest. Ich will niemanden überleben. Es ist deprimierend, wenn ein geliebter Mensch alt wird und man selbst bleibt die ganze Zeit jung. Hast du in letzter Zeit in den Spiegel gesehen? Du bist kein Kind mehr. Oh nein, nein, ich bin immer noch böse auf dich. Dein Mund sagt nein, aber dein Bart sagt ja. Unfassbar, dass er gestorben ist. Ja, und irgendwie war er mein bester Freund. Nein, er war mein bester Freund. Ich kannte ihn zuerst. Und wenn schon. Er war doch ein Arschloch. Was? Oh, oh Mann, sieh, ob du vorhin näher dich siehst, du hast voll durchgeknallt. Mr. Leonard, haben Sie etwa nichts vorbereitet? Oder sind Sie schon fertig mit dem Test? Der erste Schritt kostet Überwindung. Ja, ich weiß. Du vermisst denjenigen, der Darren genannt wird. Du fühlst dich von ihm verlassen, verraten. Du bist ein treuer Freund. Nicht so wie er. Darren war ein treuer Freund. Ach, wirklich? Und wenn ich dir verraten würde, dass er noch lebt? Er hat deinen Platz eingenommen. Er stiehlt deinen Traum. Ja, ich weiß. Es ist ein Traum, Menschen zu töten, ihr Blut zu trinken. Es ist ein Traum, Anführer einer gewaltigen, blutdürstigen Armee zu sein. Wer zum Teufel sind Sie? Ich bin Mr. Tiny. Sind Sie ein Vampir? Ich bin kein Vampir. Und ein Vampir auch nicht. Man könnte mich einen Fan nennen, der sich auf einen atemberaubenden Krieg freut. Und was wollen Sie von mir, Sie Freak? Oh nein, ich bin kein Freak. Ich verabscheue Freaks. Kann ein Freak nach Belieben zwischen Leben und Tod hin und her reisen? Wohl eher nicht. Kann ein Freak vielleicht neues Leben aus verrottendem Fleisch und toten Seelen erschaffen? Bitte. Oder kann ein Freak vielleicht die Apokalypse hervorbringen? Die Weltherrschaft erlangen? Nein. Ich leider auch nicht. Jedenfalls nicht ohne Hilfe. Nicht ohne einen Champion. Einen von zwei Jungen. Zwei innigen Freunden. Und übrigens, ich liebe deine DNA. Möchtest du einen Pfannkuchen? Nein, ich kann nicht, ich bin... Wir wissen, was du bist. Du bist hier unerwünscht, das bist du. Ha, aber dieses Problem könnte ich ganz einfach lösen mit zwei Bissen. Hör bloß nicht auf ihn, er hat bestimmt wieder nur Verstopfung. Willkommen, Sir. Danke sehr. Möchtest du vielleicht eine meiner Hände essen? Ich kann sie nachwachsen lassen. Zum Abendessen eine Delikatesse. Hey, Vampilina. Komm mit, wir müssen Wolfis Käfig sauber machen. Und dann, Cratchley hat eine ganze Liste aufgestellt, was du alles tun sollst. Du bist jetzt wohl sein Mädchen für alles. Was denn? Okay, das ist definitiv was für euch. Kommt los. Ich hasse es nicht, dass die kleinen Leute Ratten essen. Wenn du nicht aufpasst, essen sie dich. Wow. Wo genau kommst du überhaupt her? Wie wär's, wenn ich den jetzt aufmachen würde? Würdest du dazu Staub zerfallen oder was? Das würde mir gar nicht gefallen, oder, Draco? Wer ist jetzt der Boss, Baby? Okay. Jetzt konzentrier dich. Wie schwer kann diese flitzerische Seite? Ja.
soll das bringen? Ich bin eben kein so besonderer Freak. Ja, aber du bist ein totaler Freak. Entschuldige, das ist nicht mein Typ. Fehlt dir deine Familie? Eigentlich nicht. Seit ich 2 bin, bin ich im Zirk. 2 Tage genauer gesagt. Mr. Tall hat mich im Abfall gefunden. Das hier ist wohl meine Familie. Abfallbaby, oh Abfallbaby, ich bin für immer dein Abfallbaby. Hey, hier ist Steve. Ihr wisst, was zu tun ist. Was machst du da? Oh, gar nichts. Darf ich mal sehen? Ja, natürlich. Ich wollte schon immer so eins. Hey, was soll das? Wir müssen sehr vorsichtig sein, mit wem wir reden, Darren. Und bleib doch mit Evra. Ja, ich bin wieder da. Ich bin wieder da! Inakzeptabel. Unentschuldbar. Das Unbluten eines Kindes. Jacques! Nebenbei. Trinkt er denn auch genug Blut? Nein, er trinkt gar kein Blut. Er trinkt kein Blut? Larten, weißt du denn nicht, dass er das muss? Er braucht es. Befürchtest du, dass er daran zu großen Geschmack findet? Was, wenn ein Vampir in ihm steckt? Das wär's doch, hm? Du bist doch seit 100 Jahren auf deren Seite. Oh, ganz im Gegenteil. Ich bin vollkommen neutral. So wie der Cirque. Korrekt, Mr. Thorne? Korrekt. Dann sag uns, wieso du ihn willst. Eine deiner sich selbst erfüllenden Prophezeiungen, was? Der Weltuntergang ist immer ein süßer Traum. Dieser Waffenstillstand wird vielleicht nicht für alle Zeiten. Es könnte neue Anführer geben, neues Blut sozusagen. Möglicherweise ein Junge. Einer mit unersättlichem Blutdurst. So steht es geschrieben, Larten. Was interessiert es dich dann? Irgendwas führst du im Schilde, das man... Bitte. Ich schreibe vielleicht das Drehbuch, aber die Figuren neigen dazu, ein Eigenleben zu entwickeln. Du zum Beispiel hast eine unziemliche Portion freien Willens. Also, Mr. Tall, nehmen Sie jetzt Vernunft an und händigen mir das Kind aus. Ich habe immer getan, was du verlangt hast. Ich habe nicht die Absicht, Ärger zu machen. Aber ich muss über das Ganze nachdenken. Ich werde keine überstürzte Entscheidung treffen. Ihr wisst, ich bekomme immer, was ich will. Letzten Endes. Haltet ihn im Auge, meine Kleinen. Hey, Alter. Tut mir leid, wir sind heute auf uns gestellt. Rebecca ist mit dem Kostüm beschäftigt. Krebsleys Umhang zu holen, den roten... Ich weiß, wie Krebsleys Umhang aussieht. Und was wollen deine Freunde da? Hey, verzieht euch! Hat dieser Wagen vielleicht sowas wie einen Hinterausgang? Ja, gleich da drüben. Warte, deine Hose ist kaputt. Zieh sie aus und probier... Zieh hier mal an. Die passt? Ja. Du hast mir noch nie erzählt... Wieso du hier beim Cirque gelandet bist. Wenn du es wirklich wissen willst, ich bin ein Affenmädchen. Du bist was? Was? Nicht sicher. Verstanden, du bist ein Affenmädchen. Weißt du, naja, genau. Und was willst du damit sagen? Ich habe einen Schwanz. Ist das ein Problem für dich?
Nein, weil das ein Scherz ist, stimmt's? Nein, das ist mein voller Ernst. Ich habe ihn hochgebunden, weil sonst immer alle drauftreten. Oh. Ja, wie dem auch sei. Die Hose steht dir gut. Finde ich auch. Du hast sie wirklich super ausgesucht. Echt super, wirklich. Sei still! Danke, die spionieren mir schon den ganzen Tag nach. Also, wenn Sie ein Mädchen gut finden würden, okay? Und sie hätte sowas wie einen Schwanz, in der Art. Wäre das ein Problem, oder? Naja, ich will es mal so ausdrücken. Hättest du mir vor ein paar hundert Jahren gesagt, dass ich mal mit einer Frau mit Stoppeln am Kinn zusammen sein würde, hätte ich dich für verrückt erklärt. Und wie sieht's heute aus? Übrigens gibt es eine neue Regel. Du darfst den Zeltplatz nicht mehr verlassen. Wieso nicht? Weil ich es dir sage, deswegen. Sie sind nicht mein Vater. Sie können mir nicht sagen, was ich... Wann hast du das letzte Mal gekämpft? In der zweiten Klasse. Steve hat normalerweise die Schlägereien übernommen. Steve ist aber nicht hier, um für dich zu kämpfen. Und wenn ich es auch nicht wäre? Wenn du allein in der Dunkelheit wärst und jemand versuchen würde, dich zu töten, indem er dein Herz rausreißt und dein Blut trinkt, was dann? Crabsley! Kommen Sie wieder her! Crabsley? Das tut mir weh! Und wie willst du dich dagegen wehren? Wie? So schwach. Ein kleiner, schwächlicher Junge. Sie suchen nach dir, Darren. Das ist nicht der Schulhof. Entweder lernst du, wie man kämpft oder wie man wegläuft. Also, wofür entscheidest du dich? Gut. Aber nimm nicht die Faust, du hast etwas viel Besseres. Deine Fingernägel sind wie Dolche. Pass auf. Versuch du es. Streck deine Finger aus und zieh es durch. Leg deine ganze Kraft hinein. Ja. Oh Gott, ich glaube, ich habe meinen Nagel abgebrochen. Habe ich richtig gehört? Du brauchst Blut. Wir haben sehr viel Arbeit vor uns. Blut fordert Blut. Blut fordert Blut. Du kleines, dreckiges Schwein, bist du bereit für den Stich? Und dem Leben mit den Lebenden abzuschwören? Bist du bereit für den Tod? Mit den Toten. Steve, was willst du denn hier um die Zeit? Ja, guten Abend, Mr. Kirsten. Ich wollte nur mal kurz reinschauen. Und ich wollte mich entschuldigen für mein Verhalten in der Schule in letzter Zeit. Es ist 3 Uhr nachts. Meine Lehrer haben mich immer gequält, als ich noch jung war. Sie haben mich geschlagen. Mit einem Rohrstock. Bis aufs Blut. Eines Tages nahm ich einen zerbrochenen Rohrstock und rammte ihn mitten hinein ins Auge meines Lehrers. Wer sind Sie? Ich bin sein Mentor. Siehst du, Steve? Au! Crabsley will, dass wir mit so etwas leben. Also, Mr. Kirsten, sind Sie darauf vorbereitet? Und wir töten wirklich keine Menschen? Nein, Darren. Sie werden nur kurz betäubt, dann speisen wir ein wenig und gehen wieder. Ich habe eine eigene Methode entwickelt. Naja, mit 2 anderen Vampiren zusammen, Gavner und Vincent. Wir waren die Freaks der Vampirwelt. Niemand hat uns verstanden. Und irgendwann ist ihnen klar geworden, dass wenn man sein Opfer nicht jedes Mal wie ein kleines Schweinchen absticht, einem dann auch nicht immer die Dörfler auf den Fersen sind mit ihren Mistgabeln und Fackeln. Die Hälfte der Vampire ernährt sich inzwischen so. Und die andere Hälfte hasst uns. Naja, ganz still jetzt. Wow, wie haben Sie das gemacht? Vampire können ein Gas ausatmen, das sie bewusstlos macht. In echt? Wenn du Blut trinkst, kriegst du alle möglichen Fähigkeiten. Also. Wir machen einen kleinen Schnitt in die Schulter. Genau hier. Und dann nimmst du ein Schlückchen. Keine Sorge, er wird nicht zum Vampir, solange ihr kein Blut austauscht. Worauf wartest du? Ich habe vor ein paar Tagen schon was getrunken. Sehr erfrischend.
Ich werde bestimmt nicht das Blut von einem Menschen trinken. Beeil dich, bevor uns jemand sieht. Wir haben nicht die ganze Nacht Zeit. Das mache ich auf keinen Fall. Du musst Blut trinken oder du wirst sterben, Darren. So einfach ist das. Der verdammte Junge setzt sein Leben aufs Spiel. Larten, warum nur hast du ihn umgeblutet? Ich brauchte jemanden für meine Erledigung. Aber dafür hättest du ihn nicht umbluten müssen. Ich hatte das Gefühl, ihm würde sonst etwas Furchtbares zustoßen. Etwas Furchtbares? Im Gegensatz dazu, ein Vampir zu werden? Ich denke eher, du fühlst dich einsam. Nachdem ich 200 Jahre allein gelebt habe, wieso in aller Welt sollte ich mich plötzlich einsam fühlen? Keine Ahnung. Midlife Crisis? Was ist denn? Sie sind hier. Wolfsmann besonders mag. Aber das heißt noch lange nicht, dass ihr hierher kommen und einen Freak zusammenschlagen könnt. Ihr legt euch mit der falschen Attraktion an, Leute. Ja. Ich werde euch die Nasen abbeißen. Ich ramme euch meinen Kopf in den Arsch. Aufhören. Aufhören. Hier wird nicht gekämpft. Wie könnt ihr es wagen, unseren Zeltplatz zu betreten? Das Vampirkonzil wird davon erfahren. Sagt dem kleinen Vampir, dass es Zeit ist, nach Hause zu kommen. Morgengrau schon. Ich habe noch einen Sarg übrig. Ich schlage vor, dass auch du dich ein wenig ausruhst. Müssen wir nicht zurück, um sie anzugreifen oder sowas? Willst du etwa sterben? Du trinkst ja noch nicht mal Blut. Ich glaube nicht, dass du in einem Kampf von Nutzen wärst. Was, wenn sie irgendjemanden verletzen? Die da oben können auf dich aufpassen. Und sie haben auf mich aufgepasst. Wieso? Wieso? Weil ich ein Vollidiot gewesen bin. Nur ein Idiot würde sich Mr. Tiny widersetzen. Er bringt Leute nicht nur um, manchmal erweckt er sie auch wieder zum Leben. Und wenn ich irgendwann endlich tot bin, dann möchte ich, dass sich das nicht ändert. Das Leben mag bedeutungslos sein, aber für den Tod habe ich immer noch Hoffnung. Das Leben ist nicht bedeutungslos. Erzähl mir das nach 200 Jahren, Junge. Guten Tag. Mitgenommen? Wohin? Keine Ahnung, aber sie lassen dir ausrichten, du sollst nach Hause kommen. Was du natürlich auf keinen Fall tun wirst. Warte, Darren, Darren! Oh, nein, Kumpel. Diese Typen sind riesig, Mann. Hallo, Mr. und Mrs. Shane. Hi, Annie. Steve, was führt dich hierher? Wissen Sie, ich habe mir überlegt, Darren muss ihm wirklich sehr fehlen. Und meine Mutter ist die ganze Zeit stark besoffen. Sie merkt nicht, ob ich da bin oder nicht. Und da habe ich mir gedacht, es wäre doch klasse, wenn sie mich adoptieren. Kein Interesse? Hab doch gesagt, sie spielen nicht mit. Was für eine Enttäuschung. Nur wenige Menschen haben so ausgeprägte Elterninstinkte wie ich.
bereit für den Ball. Die Uhrkarte! 7. Nein. 28. Darf ich mir ein paar davon ausleihen? Ja. Nicht vergessen, wir brauchen die wieder. Und zwar beide. Du bist in Gefahr. In furchtbarer Gefahr. Dein Leben und deine Seele stehen auf dem Spiel. Was habe ich gesagt? Gar nichts. Irgendwas über das Wetter. Und die Gewitterwahrscheinlichkeit morgen. Keine Sorge, ich werde nicht rausgehen. Kleiner Vampir, ich verbeuge mich. Wo sind meine Familie und meine Freunde? Bitte, Vampir braucht Geduld. Verdirbt sonst die Vorstellung. Gefällt es? Hat Murlock Talent? Nein? Was weißt du von Talent? Wo ist Crabsley? Bah. Wie schade für Crabsley. Wenn er nicht da ist, verpasst er die Vorstellung! Hier ist ein Freak, ganz fest verschnürt! Und hier, geliebte Familienmitglieder, Applaus! Hallo, geliebter Sohn! Hallo, liebende Eltern! Hallo, süße kleine Schwester! Vier Blutbeutel! Nur keine Angst, es wird alles wieder gut! Es wird besser als nur gut! Ja, es wird köstlich. Aber zunächst präsentiere ich Wiedersehen mit ältestem Freund und Blutsbruder. Mit demjenigen, der einst unser aller Anführer sein wird. Derjenige, der Steve genannt wird. Danke sehr. Steve, du lebst? Was? Du hast dich echt wie ein Arschloch verhalten, weißt du das? Wie viel Leid du deiner Familie und deinem geheimbesten Freund zugefügt hast. Ich hatte nicht vor, irgendjemanden zu verletzen. Wenn du niemanden verletzen wolltest, wieso nimmst du mir dann meinen Platz weg? Das ist schon immer mein Traum gewesen. Steve, was hast du mit ihm zu schaffen? Mit wem? Murlock? Oh Mann, er ist nicht halb so schlimm, wie er aussieht. Zum Beispiel hat er nicht behauptet, ich hätte böses Blut. Und er hat mich auch nicht nach Strich und Faden belogen. Und weißt du was? Die halten mich für was ganz Besonderes. Die glauben, ich hätte eine große Zukunft oder sowas. Sieh dich an. Wer will schon ein Vampir sein? Vampire sind scheiße. Vampyren gehört die Welt! Saftig. Als allerersten habe ich Mr. Kirsty getötet. Blut. Das gibt dir den totalen Kick, findest du nicht? Keine Ahnung, ich habe noch keins getrunken. War ja klar. Weil du die ganze Zeit versuchst, den Musterknaben raushängen zu lassen. Ich wette, du widerstehst deinem Durst auf Blut. Und widerstehst. Und erst ganz zum Schluss wirst du zum Bluthund. Also pass auf, es läuft so. Der Fetzer will dich immer noch im Team. Und trotz allem, was passiert ist, bist du immer noch mein bester Freund. Deshalb mache ich dir jetzt ein Angebot, das deinen Arsch retten könnte. Du tötest deine Familie, dafür lasse ich den Freak gehen. Warte,
Andersrum, ich hab's verwechselt. Du tötest den Freak? Dafür lasse ich deine Familie gehen. Was? Du willst das haftige Ding gehen lassen? Hey, tut mir leid, aber so ist nur mal der Plan. Frag Mr. Tiny. Also, was sagst du? Töte sie einfach. Du musst natürlich auch ihr Blut trinken. Hiermit sollte es ganz gut klappen. Gentlemen. Ich möchte sehen, wie das ausgeht. Was für ein peinlicher Auftritt. Du bist total schwach. Dir fehlt Blut. Marlock? Na endlich. Wir dachten schon, sie würden gar nicht auftauchen. Tut mir leid, ich wollte dich in diese ganze Sache nicht reinziehen. Bitte, auf ihn anzustarren. Du brauchst also Blut, ja? Ja. Na gut. Reichen dir ein paar Schluck? Na mach schon. Ich biete es dir freiwillig an. Danke, aber ich darf es nicht verlieren. Was? Was es auch ist, das mich noch zum Menschen macht. Darren, ein Mensch zu sein hat nichts damit zu tun, was du bist, sondern wer du bist. Vorausgesagt haben. Wir haben den Krieg begonnen. Es gibt keinen Krieg, wenn niemand davon erfährt.
ich muss schon sagen, die Jugend von heute ist schwer zu kontrollieren. Ich hasse dich, ich hasse dich! Ich bin nur ein Vampir geworden, um dich zu retten, Steve! Danke! Worauf wartest du? Tu es doch einfach! Jetzt ist es aber genug. Steve, komm mit mir. Aber zuerst hätte ich ihn in den... Du wirst dich benehmen! Du wirst kämpfen, wenn es an der Zeit ist. Hä, was soll das heißen? Oh, es steht alles geschrieben in einem Buch. Du liest doch Bücher, oder? Steve! Du, geh nicht. Hast du etwa einen anderen Vorschlag? Soll ich bei dir und diesen Freaks wohnen? Es ist zu spät. Das ist mein Schicksal. Du hast dein eigenes. Wie ergreifend. Der Abschied zweier treuer Freunde. Ein Schmerz so süß. Andererseits, auch du kommst irgendwann zu uns nach Hause. Mein verlorener Sohn. Denn schließlich bist du der Blutdürstige von euch. Nein. Ich bin vielleicht ein Vampir, aber noch lange nicht blutdurstig. Denn am Ende zählt nicht, was man ist, sondern wer man ist. Oh, das hätte ich beinahe vergessen. Zieh dir etwas an. Das müssen Sie mir unbedingt irgendwann beibringen. Oh, ich werde dir alles beibringen, Sohn. All meine Schwänke und Sprünge. Nun, bist du bereit, dein Volk zu treffen? Funktioniert, sie zu hypnotisieren? Es funktioniert mit ihrem Gedächtnis, aber mit ihrem Empfinden nicht so gut. Sie werden immer irgendwie das Gefühl haben, dass du noch lebst. Das ist doch gut, oder? Ist es das? Hey, darf ich dich was fragen? Darf ich dich küssen? Darren, ich hab dich mein Blut trinken lassen. Klar, wenn du willst, kannst du mich küssen. Kommt jetzt, wir haben nicht die ganze Nacht Zeit. Ich habe hier eine verletzte Spinne. Also, wie machen wir das jetzt? Ich kann nicht euch beide tragen. Sie tragen Rebecca. Ich kann jetzt auch flitzen. Wie ein waschechter Vampir. Oh, Larten. Du hast es getan. Du hast deinen Hals für ihn hingehalten. Ein Vampir sollte es besser wissen, als seinen Hals hinzuhalten. Ich bin stolz auf dich. Wer dafür ist, dass Darren ein Mitglied des Cirque wird, hebt jetzt die Hand. Eine Hand, Elmer. Verdammt. Es ist entschieden. Er wird aufgenommen. Dann bleiben wir wohl hier.
Nicht für lange, befürchte ich. Plötzlich ist es okay. Wie oft ich mir gewünscht habe, dass das alles nie passiert wäre und wir gar nicht erst zum Zirkel gegangen wären. Schon irgendwie komisch. Aber jetzt kann ich mir mein Leben gar nicht mehr anders vorstellen. Der Tag bricht an. Ich habe was für dich anfertigen lassen. Ein kleines Geschenk. Es steht in deinem Zent. Und für dich, Mr. Crabsley. Weil du mir gesagt hast, ich soll dich werfen. Natürlich tut's mir sehr leid. Du hast es geschafft, mein Freund. Einmal ein General, immer ein General. Ich hätte es selber nicht besser machen können. Bei Anbruch der Nacht brechen wir mit dem Jungen auf. Ich schlage vor, wir sagen es ihm. Nein, geben wir ihm einen Tag zum Ausruhen. Den hat er verdient. Manchmal scheint es wirklich, als wäre das Leben total durchgeplant. Als hätten wir gar keine Wahl. Aber das ist eine Illusion. Lautsprecher. Fett. Ich heiße Darren Chan. Und ich wohne nicht nur mit einem Haufen Freaks zusammen. Ich bin selber einer.